Genommen, meine Damen und Herren, das Heizungsgesetz verabschiedet und ja, jetzt haben wir den Salat. Naja gut, was da im Einzelnen jetzt wichtig und unwichtig ist, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Auf jeden Fall ist es Mist. So, das ist die eine Sache, dass es nicht wirkt und dass der ganze Quatsch, das lassen wir jetzt mal. Aber was dagegen tun, das ist das Interessante. Und ich habe, so wie ich fast jeden Morgen den Tichy-Wecker höre und mir die Nachrichten praktisch dadurch zu Gemüte führe, was eigentlich wirklich wichtig ist. Da habe ich jetzt hier mit reingehört und interessanterweise kam das da auch und da stellt Roland Tichy eine Frage und wir hören jetzt mal rein und hören auch mal rein, was so die typischen früheren DDR-Bürger gemacht hätten und gemacht haben oder jetzt auch machen werden. Und das sind Dinge, die helfen, aber ganz zum Schluss kommt noch was Schlimmes. Und darauf wollte ich eigentlich auch noch eingehen. Na dann, hören wir erst mal kurz rein. Aber wie kann ich denn leisten, Entschuldigung, Frau Schmidt, wie kann ich passiven Widerstand leisten, wenn der Kaminkehrer, der ja zur Kellerpolizei umgerüstet wird, sagt, Sie mit Ihrem Kessel da, Herr Ritschl, da muss ich Ihnen jetzt leider die Handschellen Das weiß anlegen. denn zu. Es mag sein, dass er das macht, aber der kann es nicht überall machen. Der DDR-Bürger hat immer gelernt, die Masse macht es dann. Wenn alle passiven Widerstand leisten, sind die gar nicht in der Lage, mit den paar Leuten das zu reglementieren. Wir brauchen viele Einwanderer ohne Fluchtblatt. Also mit anderen Worten, Sie sagen, das wird ein bürokratischer Aufwand und wir machen uns jetzt einfach bockig. Ja, was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Achtung, jetzt wird's spannend. Das ist natürlich eine Lösung. Einfach alles Mögliche verhindern und immer wieder ja, Sand ins Getriebe werfen und. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall. Ich weiß es, war ja auch DDR-Bürger. So, naja, jetzt kommt aber noch der zweite Aspekt, weshalb ich auch das Video gemacht habe oder jetzt gerade am Machen bin. Hören wir weiter. An politische Wahlen glauben Sie dann nicht mehr? Möglicherweise ja, aber die Bevölkerung ist so hörig. Ich habe zu DDR-Zeiten mal einen Lehrgang mitgemacht, da war ein Psychologievortrag dabei, da war ich kurz vorher Abteilungsleiter geworden, auch als Nichtgenosse ging das. Da sagte dieser Referent, 5% der Menschen sind für uns, wenn wir sie überzeugen. 5% am anderen Ende der Skala, da kann man mit der Wand reden, das hat man mit dem Malz verloren und der Rest ist manipulierbare Masse und denken Sie dran, das gilt unabhängig vom Gesellschaftssystem. Tja, 5%, sagte der Referent damals in der DDR, wahrscheinlich irgend so ein Partei- oder Stasi-Fuzzi, der sagte, 5%, die können wir überzeugen. Mit 5% kannst du gar nicht reden, da kannst du gegen eine Wand reden, da ist Hopfen und Malz verloren. Und der Rest ist manipulierbare Masse. Und das gilt, egal in welchem Gesellschaftssystem. Machen wir uns nichts vor, das gilt wirklich. Leider, muss ich sagen. Das ist insofern auch kein Nachtrag, ob die Leute nur blöd sind oder ob sie vernünftig sind, ob sie gesunden Menschenverstand haben oder, ob sie hohen, kleinen IQ oder sonst was haben. Wichtig ist immer nicht der IQ, sondern der gesunde Menschenverstand. Aber manipulierbar sind die Leute doch. Und jetzt sind wir alle gefragt, wie kriegen wir die breite Masse, denn um die geht's. Wie kriegen wir die dazu, dass sie dann wirklich sagen, so jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Vor allem in Westdeutschland, ne? Die Ossis, die riechen das noch. Also wir riechen den Furz im Dunkeln, sage ich immer gerne, weil wir das alles schon kennen oder noch kennen. Aber na, jetzt bin ich gespannt auf ja, wirksame Vorschläge. Erwerbt Wissen, Mensch, ihr Menschen, die ihr jetzt zuhört. Erwerbt Wissen ist das eine, aber erwerbt auch Wissen, was wir tun können. Na dann, ich hoffe, dass wir einen guten Austausch finden und verbleibe mit freundlichsten Grüßen. Bis zum nächsten Video. Auf Westdeutsch könnte man auch sagen. Und ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die Woche. Scheiß drauf. Man kann es auch übertreiben, ne? Also alle guten Wünsche und bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.